Jetzt fahren wir durch die Mühlendammbrücke, welche eine der schönsten Brücken Berlins von unten ist. Sehen Sie hier Schalbretter, die sich reliefartig abzeichnen. Tauben haben hier ein hochkomplexes Streifenmuster angebracht. Und hier blühen sogar Betonsalze in Wolkenform aus. Ja, nach so viel Schönheit kommt nichts mehr, deswegen drehen wir jetzt um und fahren zurück. Das war's. Schön, dass Ihnen gefallen hat. Sie waren ein wunderbares, wunderschönes Publikum. Wir sehen beim Drehen in Grün das Märkische Museum. Wir sehen die doppelte Kammer der Mühlendammschleuse. Sehr schön, das ist der Fernsehturm, das Rote Rathaus und das ist die Nikolaikirche hier. Und da ist das Ephraim-Palais noch mit den schwarzen Salz, das O. Günther, für mich Günther. Wasser mit Himbeersaft. Das Getränk meiner Kindheit. Lecker. Besonders bei dem Wetter. Gibt es bei Günther zu bestellen hier. Nochmal zurück. Ja. Das Gebäude mit den Gittern vor dem Fenster hier rechts von uns, das ist das Schwerinsche Palais. Und das war bis 2006 Berliner Münze. Die Münze ist jetzt in Berlin-Reinickendorf. In Berlin-Reinickendorf werden die deutschen Euro geprägt, aber nicht nur, sondern noch an vier anderen Orten. Die Deutsche Bundesbank betreibt nämlich 5 Münzprägeanstalten. Je nachdem, wo die Münzen herkommen, haben die andere Prägebuchstaben. Die Prägebuchstaben auf den 1- und 2-Euro-Münzen sind rechts der Jahreszahl unter der Kralle des Adlers. Wenn die Münze aus München kommt, befindet sich dort ein D. Wenn sie aus Stuttgart kommt, ein F. Karlsruhe G, Hamburg J. Berlin hat als Prägebuchstaben das A. Das bedeutet, nicht jeder deutsche Euro mit einem kleinen A drauf ist eine Berliner Münze. Und es gibt eine alte Berliner Legende, die sagt, Berliner Münzen möchten gerne in Berlin bleiben, denn das bringt Glück. Haben wir uns verstanden? Ausgezeichnet. So, wollen Sie auch Gebäude erklärt kriegen? Oder weiter Wetter, Vögel? Gebäude? Gebäude, hier sehen wir links ein Gebäude. Das ist ein relativ neues Gebäude. Es wurde 2001 eröffnet und heißt Haus der deutschen Wirtschaft. Nach dem Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hund, der hier sein Büro hat, nennt der Volksmund das Gebäude Hundehütte. Das ist die sogenannte Berliner Schnauze. Die gibt gerne Spitznamen und diese Spitznamen dienen also nicht dazu, ein Gebäude zu bezeichnen, sondern meistens einen Witz darüber zu machen. Das ist der sogenannte Berliner Humor, der ein bisschen altbacken, zwiespältig, grob ist. Hallo. Hier zum Beispiel der heilige Georg, von dem sagt der Volksbund, dass er der einzige Heilige, der verheiratet ist, weil er seinen Drachen immer dabei hat. Sehen Sie, das ist Berliner Humor. Oder hier ist Heinrich Zille in seinem Museum, ein berühmter Berliner Zeichner. Der hat zum Beispiel ein Bild gemalt, auf dem steht ein Vater mit seiner kleinen Tochter früh morgens im Zoo vor dem Geierkäfig. Da fragt die Tochter den Vater, Vater, wieso kieken die Geier denn alle so traurig? Da ist dann auch kein Aas da. Das ist Heinrich Zille. Wenn Sie das lustig finden, dann können Sie da mal reingehen. Wenn nicht, dann nicht. Sie müssen nicht. Okay? Ich sag's ja nur vorher. Die Rathausbrücke ist bald weg. Wir sehen den Berliner Dom. 1905 von Julius Raschdorff vollendet. Hauptkirche des deutschen Protestantismus und Kirche für alle Staatsakte. Eine wunderbare Grünfläche, die bald eröffnet wird, ist hier angelegt worden. Da hinten das alte Museum mit den Pferden und den Adlern auf dem Dach. Schwarz-weiß mit dem Symbol eines fast pleite gegangenen Autoherstellers. Das ist das internationale Handelszentrum. Das Zeughaus mit den Flaggen auf dem Dach. Heißt nicht Zeughaus, weil da früher Kinder gezeugt wurden, obwohl es hier auch viele Besenkammern gibt, sondern weil das Zeug gelagert wurde, das die Armee zum Krieg führen brauchte. Heute Deutsches Historisches Museum. Der Kunsthalle auf dem Schlossplatz. Dann sehen wir mit den vielen Zinnen in Backstein die Friedrich-Werdersche Kirche, dahinter der französische Dom. Backstein an Trappe mit blauem Plakat da drüben. Die Bauakademie, noch weiter links mit der Brücke. Das ist das Auswärtige Amt. Und wenn Sie nach links hinten gucken, dann sehen Sie das Staatsratsgebäude der DDR mit dem integrierten Neosanderportal des Berliner Schlosses. Das hier der runde Blick. Und was wir nicht sehen, was nicht da ist, ist das Berliner Schloss. Das stand hier links bis 1950 und bis 2008 stand hier der Palast der Republik, wo die Volkskammer der DDR tagte, das berühmte Parlament. Und es gab einen großen Veranstaltungssaal. Palazzo di Prozzo genannt. Oder Erichs Lampenladen. Links ist hier die Ausfahrt zur österreichischen Botschaft. Und sehr wichtig ist, dass wir auch immer den Menschen auf den Brücken winken. Denn die machen nicht nur Fotos, meistens spucken, manchmal spucken die auch. Also meistens nicht, aber eben. Wenn man winkt, wir sind unten, wir müssen einfach unseren Charme einsetzen, nicht wahr? Lächeln und winken.
Genau. Sehr gut. Charmoffensive. Rechts stand das Palasthotel, das hatte auch braune Fenster wie der Palast der Republik. Voraus sehen Sie jetzt gleich die goldene Kuppel der neuen Synagoge an der Oranienburger Straße. Hier im Keller ist das DDR-Museum für ostdeutsche Alterskultur. Links im Keller des Doms ist die Gruft der Hohenzollern. Mit 92 schön gearbeiteten Sarkophagen und den entsprechenden Überbleibseln der Guten Appetit der preußischen Königsfamilie darin.